So, damit recht herzlich willkommen zurück. Hallo Wampi. Ja, also ich habe, Wampi hat in der letzten Folge irgendwelche komischen Sachen gemacht. Ich habe sie verwirrt erfolgreich und ich habe bei ihr in der letzten Folge was vorbereitet, was jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich veröffentlicht wird. Also je nachdem. Mal gucken, wie weit ich heute noch komme. So, und ja, das heutige Ziel war eigentlich das vom letzten Mal, diesen Rucksack da herzustellen. Jetzt darfst du dich mal bitte schlafen legen. Einen Augenblick, ich muss kurz was gucken. Jetzt weiß ich auch, warum ich die Eisentrommel im Inventar hatte. In den Rucksack. Ja, genau deswegen. Silbertruhe, okay, da warte ich mal. Haben wir nicht noch irgendwo eine Eisentruhe rumstehen? Ich weiß, dass du mir damals eine weggenommen hattest. Bessere Idee, ich nehme einfach die Goldtruhe hier. Die ist eh leer. Ich muss mal kurz gucken. Hatte ich noch irgendwie Goldplatten hergestellt gehabt? Weil ich brauche davon nämlich ein paar. So, fünf Stück. Okay, brauchen wir mal noch drei. Ihr kommt hier rein. Und sonst, Vampi, wie war eigentlich so dein Urlaub? Also, Vampi war ja weg. Und Kurz. habe ich gesehen, meine ganze, naja, WhatsApp-Story an dem einen Tag, das konnte Gott, das war bloß noch ein langer Balken. Um es das mal so zu Habe sagen. in den paar Tagen über 500 Fotos gemacht. Ich hab's gemerkt. Okay, dafür brauche ich. Oh, ich glaube, ich habe da gerade ein Problem entdeckt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 Mal. Was denn? Jetzt weg damit. Nee, ich bin nur gerade wieder verwirrt, wo meine ganzen Sachen hin sind. Darf ich mir von dir mal ein bisschen Fleisch stibitzen? Gekochtes. Warum? Ich brauche da mal ein bisschen was. Nehme ich mal das mit und nehme ich mal mit dem roten Truthahn. Ging es ja nicht. Damit geht es aber, glaube ich. Haben wir noch irgend. Hast du noch irgendwo ein Stück. Okay, okay, hat sich so eben erledigt. Wampi, machst du Cornflakes? Oh, lecker. Ich glaube, ich bleibe heute zum Essen hier. Nee, ich habe immer ein bisschen Steak rausgenommen und ein bisschen Kotelett vom Schwein. Aha. Dünn ist also einfach meine Küche, ja? Ja, ich mache daraus ein wunderschönes Leder. Nur, ich habe da gerade was festgestellt. Ich werde wahrscheinlich gleich diese ganzen. Naja. Was ich da gerade eben an Feuerstein verbraten hatte. Oh, das höre ich gleich gerade noch so, Gott sei Dank. Gut, drei Eisenklumpen, das ist ja kein Problem. Das lässt sich später alles wieder verkraften. Brauchst du das Zeug, was gerade in dem Crafting-Table drin ist? Dann kannst du rausnehmen. So, wie war denn das jetzt? Das und das und dann drei Eisenklumpen drumherum. Erzähl mal, Bambi, was hast du denn so alles Schönes erlebt? Regen, ganz viel Regen. Also ein Tag war eigentlich richtig schönes Wetter gewesen, ansonsten nur Regen. Okay. Und ansonsten kann ich mir ganz kurz deine Schaufel bitte ausleihen. Kannst du gerne tun. Haben wir noch irgendwo diesen einen Rucksack da? Also, hat man den nicht schon mal abgegradet gehabt? Weiß ich nicht. Das war da hier. Ja, wir müssten noch einen da haben. Das ist nämlich der falsche, den ich habe. Also irgendwie doch der richtige, aber dann doch irgendwie der falsche. Sicher? Ja, ich brauche die nächste Stufe. Die hatte ich aber auch bloß einmal hergestellt gehabt. Also die muss irgendwo da Denn nicht, sein. dass es einer sogar war, der damals mal kaputt gegangen ist. Wie meinst du es mit kaputt? Durch den Brand? Nee, das war ja nach dem Brand, wo ich die Dinger hergestellt hatte, glaube ich. Ja gut, dann weiß ich es nicht. Das sieht aus wie so eine Enderlilie, der Rucksack. Nur in Dann Schwarz kann ich halt. dir nicht, dann kann ich dir nicht helfen.
Weiß ich nicht. Weil ansonsten müsste ich gleich mal deine Kühe mal... Nein. Ich wollte sagen melken, aber du... Du lässt mich ja nicht ausreden. Aua. Was denn? Doch gefallen. Außerdem, was bringt die Milch bei sowas? Hier, schenke ich dir. Meine Schaufel. Keine Ahnung, ich würde es einfach bloß gesagt haben. Nee, weil ansonsten müsste ich jetzt mal dein ganzes... Warum frage ich eigentlich? Ich mach's einfach. Ich habe mal ganz eben deinen ganzen Kühlschrank geplündert. Alles, was irgendwie Koteletts sind oder sowas, einfach mal rausgenommen. Wenn du nichts dagegen hast. Du hast es ja schon rausgenommen. Vielleicht. Ich müsste jetzt halt bloß noch mal nach was anderem gucken. Was haben wir es denn? Was sind dies? Ein Beutellager, was es nicht alles gibt. Wie stelle ich dich her? Pulverizer, okay. 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 Haben wir irgendwie Kies? Wie kriege ich den am besten? Kann ich den auch irgendwie herstellen? Dead Soil. Haben wir noch ein bisschen Dead Soil da irgendwie zufälligerweise? Ich glaube nicht, ne? Nope. Okay, einfach Bruchsteine und dann... Gut, da kann ich mir helfen. Ich habe dann die ganze Doppelkiste voll mit Bruchstein. Halt, ich kann doch einfach das Zeug nehmen. Ich glaube, wir müssen noch irgendwie eine Alternative bekommen, wie man noch irgendwie an Feuerstein rankommt. Alternativ zu dem, was wir bis jetzt haben. Oder wie siehst du das, Wappi? Noch alternativer. Naja, vielleicht irgendwie... Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art Automatisierung. Ja, schon klar, dass wir dafür Strom brauchen. Ach, den haben wir doch in rauen Mengen. Okay, bei den rauen Mengen ist er noch, glaube ich, auch geblieben. Weil momentan ist es ja so, wir kriegen den ja bloß über den Gravel, ne? Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen suboptimal. Obwohl, aber das reicht eigentlich auch. Da kannst du eigentlich ganz gut farmen, das Zeug. So, ist denn mein Leder fertig? So, ich kenne da noch mal ein paar Eisen. Haben wir noch ein bisschen was an Eisen da eigentlich? Ja, nicht so wirklich. Die Eisenklumpen könnte ich gebrauchen. Was ist hier oben drin? Ach, da waren die Eimer. Quietsch, quietsch, quietsch. Ist noch was in das Smeltery? Blö. Ja. Wir hatten doch mal. Ja. Komische Sieb gehabt, womit ich aus dem Gras. Samen bekomme. Das brauchst du wohl für deinen Zimt? Nein. Zimt ist immer noch ein Baum, aber ich brauche das für was anderes. Wo ist das Sieb? Das müsste irgendwo rumfliegen. Irgendwo ist gut. Ich habe gerade alle Kisten durchsucht. Es ist nirgends drin. Das müsste aber noch da sein, theoretisch. Also, rein von der Theorie. Du kannst raus.
du bleibst noch irgendwas in dem, was man gebrauchen könnte. Sieht nicht so aus. Also, du hast hier schon wieder eine Kiste. Vielleicht da hinten bei deinen Sachen da. Keine Ahnung. So, ist das Eisen mittlerweile eigentlich... Vampi, wir haben ein riesengroßes Problem. Wir haben fast kein Eisen mehr. Möchte ich mal so eben anmerken. So gehst du mit den Erdnüssen um. Interessant. Warum? Achso, wegen was da drinnen liegt. Ja. Ja, ich hatte. Ich übrigens liegen gelassen. Ich habe halt keinen Platz mehr im Inventar gehabt. Deswegen. Ich schimpf jetzt nicht mehr mit dir. Nee, ich habe dort gerade die Kiste abgebaut, die dort stand. Weil ich die gebraucht hatte, ja, zum Vercraften. Erstmal reinforced. Halt. Wie ist das gute Stück hier? Backpack. So, Botanist Backpack. Okay. Da hat er mir die Eisentruhe nicht mit eingepackt. Nicht. Oh nein. Nein, bitte lass jetzt nicht despawn sein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oder ist sie hier drin? Nein, ist sie nicht. Gut, hier ist keiner drin. Mal kurz gucken. Ja, hier ist er. Dich brauche ich nicht, dich brauche ich auch nicht, dich brauche ich. Sehr schön. Aber Vampi, wegen dem Eisen, ich glaube, da müsste man vielleicht mal in der nächsten Folge nochmal irgendwie irgendwo hinlaufen, um mal wieder ein bisschen Form zu gehen, oder? Du alles kaputt machst. Ich habe gar nichts kaputt gemacht. Ich war lieb. Wenn du alles verbrauchst, muss ich in die Hölle runter? Na, Hölle würde ich das jetzt nicht gleich nennen. Ich? Naja, ich... Nein, nicht wirklich. Ich finde es aber, dass es da unten teilweise eine Hölle ist. Ja, das ist eine Ansichtssache. Das ist eine reine Ansichtssache. Immer positiv denken, Mampi. Die wollen nur dein Bestes da unten. Die wollen nur spielen. Ja, nee, ist klar. Als nächstes Mal darfst du eine ganze Folge lang laufen. Okay. So, das hätten wir sehr schön. Ich film bloß noch die Eisenplatten und dann habe ich tatsächlich den guten Rucksack. Also in Anführungsstrichen den guten Rucksack. Nummer 1 und jetzt Nummer 2. Was sagt eigentlich am... Ui. Ui, das ist gut. Vampi, ich glaube, mein Problem mit diesem überfüllten Inventar hat sich soeben geklärt. So ein bisschen. Okay. Teilweise. Weil ich habe da was gefunden, mit dem, wo ich eine ganze Menge Zeug reinpacken kann. Also wirklich eine ganze, ganze Menge. Ja, und das und ich? Oder möchtest du es haben? Warum nicht wir beide? Weil wir momentan das Eisen dazu nicht haben. Also ist zumindest so mein Gedanke. Ich muss sagen, Goldplatten. Okay, das könnte man jetzt mal angehen. Vampi? Mhm.
Dieses Ding, was ich da jetzt herstelle, also diese Fluid Pump, was danach kommt, das sieht so aus wie Richtung Treibstoff. Wirklich? Weil da kommt das Crude Oil als nächstes dann. Möglich ist, das muss man mal abwarten und gucken. Okay, Fluid Pump. Ich brauche Eisen. Okay, ich kann es nicht bauen. Aha, warum nicht? Es fehlt an Eisenplatten. Oder? Ja, es fehlt an Eisenplatten. Haben wir da auch nicht mehr drin. Und wollen wir da jetzt schon losgehen, Wabi? Doch, gerade so schön. Wie, du Immer kommst. wenn ich in den Floh drin bin, willst du mich rausreißen. Ja, da kann ich ja nichts dafür. Dieser Auf meine Rohstoff. Schüssel. Also für den Rohstoffmangel kann ich ja nichts, Papi. Naja, nicht direkt. Aber indirekt. Wir sind halt so gut. Oh, Senf. Ich würde mir noch mal ein bisschen was claimen von deinem leckeren Essen, was du da hast. Also Klemmer. Brotteig. Naja, das ist aber nicht ganz so viel interessantes Zeug mit dabei. Schokokaramelltoffee, es klingt zwar lecker, aber. Würstchen mit Ahornsirup, okay. Würstchen mit Ahornsirup? Ja. Ja gut, ich habe schon, na, sag schon, Chicken Wings mit Ahornsirup gegessen. Die waren lecker. Also so glasiert drumrum. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, aber Das hatten wir damals, wo wir im Urlaub in Kanada waren, hatten wir das am allerersten Tag gegessen gehabt, ich und meine Schwester. okay. Das war schon irgendwo lecker. Aber frage nicht, wie unsere Hände geklebt haben, wo wir das Zeug gegessen haben. Kann ich mir vorstellen. Das ist wie, naja, wie das, stell dir einfach vor, du hast, naja, einfach einen. Du langst in den blanken Honig rein. Ja, wie gesagt, vorstellen kann ich es mir. Okay, Wambi, kommst du mit? Hast du Also, mir gerade nicht gehört? jein. Muss jetzt gerade Essen machen. Ach so. Ach, Verpflegung für unterwegs oder was? Allgemein, weil ich fange schon wieder an zu verhungern hier oft genug. Magst du was von mir abhaben? Weil ich habe da noch was. Ich habe noch ein bisschen Zeug da. Nö. Okay. So, was sagt er eigentlich? Okay, das ist noch gut dabei. Oder soll ich jetzt erstmal vorgehen und du kommst danach? Klingt nach dem Plan. Okay, da suche ich eine Stelle und wenn du dann da bist, sag ich, wenn ich dann da bin, sage ich Bescheid und dann kannst du eine TPA machen. Einverstanden? Das klingt nach dem Plan. Hawaii-Schnitzel. Komisch aus. Obwohl ich gerade sitze, ich auch gerade am verhungern bin, so ein bisschen. Ja, du kannst ja noch claimen. Na, ich habe schon alles geclaimt, was zu claimen geht. Ich hab dir gesagt, wo du Essen findest. Wo denn? In der Kiste hier in der Regel. Okay. Ja gut. Ist ja nicht In weiter der schlimm. Regel. Aber du kannst jetzt gerade einen Hawaii-Schnitzel claimen. Ein Hawaii-Schnitzel? Auch schön Schnitzel mit Ananas oben drauf. Lecker. Und Alle Ex Auberginen-Parmesan. mal gekocht. Sellerie brauchst du auch noch, ne? Kriegen wir eigentlich die Samen her? Sellerie-Samen? Okay, die müssen wir mal irgendwie suchen Ja, gehen. die finden wir nur.
Pass mal auf, jetzt gehe ich um die nächste Ecke rum und dann, bumm, gefunden das Zeug. Ist klar, dass du dafür Gras abbauen musst. Ja, vielleicht so ein bisschen. Gut. Wolltest du noch mal erwähnt haben. Dings brauche ich übrigens auch noch Zimt, aber Zimt ist ein Baum. Appetiterz. Aber ich denke mal, allzu weit werde ich nicht hier weggehen. Also halte ich bereit, Wambi. Es wird das wahrscheinlich gleich losgehen. Du noch Geduld haben. Ich gehe bloß in eine Richtung, wo ich persönlich noch nicht war. Gab es nicht eine Möglichkeit, effizienter Papier rauszubekommen? Aus den Zuckerrohr? Ja, außer mit diesen Stufen. Einfach in den Kompaktor reinschmeißen. So mache ich das schon ungefähr die letzten 30 Folgen lang. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas gab's doch, aber irgendwie wollte er mir das Rezept nicht ans. Vamp, ich habe da was gefunden. Willst du es auch sehen? Ich. Wasted Soil, okay. Für was muss mein Inventar vorher noch ausleeren, bevor ich komme? Okay, also ich warte damit, dahin zu gehen, bis du da bist. Ach, hier bin ich jetzt okay. Ja, gut. Warum ist. Ja, erzähl mir mehr. Schön, dass du meine Kiste zumüllst. Welche Kiste? Mit meinem Bett. Hier war ich gar nicht. Ist auch gar nicht in der jetzigen Aufnahme drin. Rockhive, okay. Geil, aber du warst es. Ich dachte, du brauchst da vielleicht so ein paar Sachen. Also ich hab's ja nur gut gemeint, Vampi. Ich hab gehört, du gehst schlafen. Kann ich grad nicht. Warum nicht? Weil ich keinen Schlafsack dabei hab. Warum nicht? Weil ich zu faul war, mir einen zu basteln, beziehungsweise den irgendwie zu suchen. Anstatt mal mich zu fragen. Vampi, hast du einen Schlafsack? Ja, habe ich sogar im Inventar. Okay. Magst du dich zu mir tippen? Auch nicht. Das wäre auch eine schöne Stelle gewesen, um was aufzubauen, Vampi, hier, wo ich gerade bin. So viele schöne Stellen. Brauchst du eine Weißkiefer? Nein. Okay. Nee, das. Was? Ach, Ananasjoghurt. Ich noch mit. Okay, das brauche ich. Das klemme ich jetzt nicht, weil das bringt mir nichts. Potato O'Brien, okay. Aber mit deinem Zeug da bist du ja so gut wie durch mit deiner Küchenquest, ne? Ja, fast. Also wie gesagt, ich brauche Sellerie, komme ich halt noch nicht weiter. Und ich brauche Zimt. Und nimmst du dir dann mal die TPA an? Also ich war gerade im Menü da. Und ich muss unbedingt dann noch als nächstes ein Zimt. Ich wollte eigentlich ja. Stimmt, du wolltest ja eigentlich jetzt losgehen. Ja. Nee, Vampi, guck mal. Also wir können ja noch ein bisschen jetzt durch die Gegend reisen. Ich denke mal, wir könnten da was finden. Ich hab da was gefunden. Glaub sogar. Lässt sich das looten? Ja, hier bin ich damals abgehauen, weil da Monster drin gespawnt sind. Das Schiff habe ich gesehen, wo du 10-mal in der ersten Folge gestorben bist. Ach so. Aber ich war noch nicht drin gewesen. Aber jetzt könnten wir es ja schaffen. Ich habe meine gute Axt dabei. Ist bloß die Frage, wie komme ich da hoch? Blöde Frage eigentlich. Da unten sind Dinger drin. Wasser. Was ist da? Pass auf. Was ist das da unten? Bienenstöcke und Dings sind drin. Wächter. Guardians, die kloppen sich gerade mit irgendwas. Ja, die greifen die Tintenfische an.
Solange wir mit den Tintenfischen beschäftigt sind, kann ich mich ja hier an das Boot rantrauen. Das war ein Fail. Kommst du mit her, Wambi? Da oben ist ein Spawner, pass auf. Wo? Wenn du jetzt rechts nach oben weitergehst. Hast du Fackeln da, dann bau den Spawner bitte nicht ab. Bau da nur Fackeln dran. Haben wir ein bisschen Holz da? Nö. Nein. Kannst du nicht zubauen, der hat einen Radius von... Ich hab 9x9 sogar. Na, ich brauche Holz für eine Fackel. Achso. Wir sind auf einem Schiff, was aus Holz besteht. Also ich glaube, ich bezweifle, dass ich hier Holz finde. So, du kannst herkommen. Das Ding ist ausgeleuchtet. Was ist eigentlich für ein Spawner, ein Zombie-Spawner? Ui. Was ist denn das für ein Bucket? Ach, ein ganz normales Wassereimer. Böderglück. Die Bücher nehme ich mal mit. Oh nein. Ich geh weg. Ach, Wambi, wir werden auch ganz einfach reinkommen können, ne? Naja. Das Kobalt lässt du doch nicht drinnen liegen. Also, Wambi. Was ist denn das? Diamantplatte. Da vieles drin liegen gelassen. Ich wollte einfach nur mal gucken. Verzaubertes Buch Autoschmelz, okay. Ja, Autoschmelz. Ja, hier sind auch ein paar Silberfische. Vorsicht. Gibt's da oben noch was? Weiß ich nicht, deswegen gehe ich gucken. Außer auf jeden Fall eine Redstone-Lampe. Redstone-Lampe. Ach, du bist da oben. Gibt's hier nichts, nee. Okay, weißt du, was ich jetzt mache, Vampi? Arschbombe! Warte. Hui! Angeber. Ich würde mich jetzt lustig hier mit mir nach unten zu buddeln. Ich würde mich dabei in diesem grünen Landen da, in diesem hellgrün, nach unten buddeln wollen. Ich komme ausnahmsweise mit. Da liegt sogar noch mein Bett. Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn das Bett her? Das ist mein Bett, wo ich damals hier panisch geflüchtet bin, weil ich dachte, dass die Hippogreifs uns so angreifen. Ich habe aber keine Fackeln mit, ne? Nur mal so am Rande. Wäre schön, wenn du mir ein paar zugeben könntest. Was hältst du, wenn wir nochmal rausgehen und nochmal kurz ein bisschen Holz holen? Wäre, glaube ich, so. Ich habe keine Axt dabei. Falls ich mit den Holz hacken kann. Ja, das geht. Das geht ganz gut eigentlich. Warte mal. Stachelbeere. Und was sagst du zu meiner Holzabbauqualität der Axt? Oh, Wambi, wir können auch gleich in die Höhle reingehen. Meine Axt wäre schneller. Ja. Aber so für den Notfall ist es doch ganz passabel. Reichen 10 Stöcker, 40 Fackeln? Gib mir mal bitte 10 Kohle. Einen Augenblick. Also ich habe so viel Kohle, habe ich glaube ich gar nicht dabei. Ich habe bloß ein bisschen was dabei. Wo bist denn du eigentlich schon wieder hin? Ich bin hochgelaufen zu diesen, hier bin ich. Ich muss mal kurz was machen. Und zwar mal alles in den Beutel rein. Ah, ich habe bloß 3 Kohle. Ich hab mal hier, dass ich zumindest ein paar Fackeln machen kann. Ein paar Fackels. Bitteschön. Die liegen da unten. Wampi, wollen wir gleich hier reingehen? Hast mir gerade Wassersäul geschmissen. Aber keine Kohle, was du mir gegeben hast. War das da.
Darf ich dir mal was sagen? Ja. Ich glaube. Naja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Bambi? Ja. Ich würde dich mal bitten, dass wir diese Backpacks nicht mehr benutzen. Warum? Ich habe da gerade meinen ganzen Loot reingeschmissen. Und das ist alles weg. Hast du meine Axt noch? Nein, die habe ich dir wieder zugeschmissen. Och nein, meine Axt ist weg. Okay, ich habe meinen Katana noch. Geh mal rein. Ja. Wir müssen mal wieder so ein Typ klar. Das überlasse ich dir, du hast den Bogen. Ja, dann renne ich einfach voraus. Meinen Bogen erstmal ausrüsten. Alter! Komm mal zurück. Kommt her! Der war ganz schön flink drauf. Da kommt noch einer. Ich muss eben kurz hier um. Alter, ist das auf der Range? Ja, der hat keine. Das ist einfach so ein Effekt, wenn du den angreifst. Ach so, okay. Weiß ich Bescheid. Die Evil Chicken ist with us. Gott. Was baust du gerade ab? Hulle. Achso, okay, das ist gut. Können wir, glaube ich, noch gebrauchen, oder? Ja. Ich habe jetzt 37 Fackeln insgesamt. Ich habe noch 3 oder 4. Fackeln kann ich nicht machen. Apropos, ich gehe nochmal hoch und hol nochmal Holz. Das ist ja alles weg jetzt. Stimmt, da war was. Weißt, dass du mich jetzt einfach alleine lässt. Ich bin ja gleich wieder da. In der Zeit würde ich schon nichts angreifen. Und tot. Wie tot? Ja, und tot. Tot. Okay, Ende vom Lied von der ganzen Geschichte ist, mein ganzes Essen ist natürlich auch weg. Och nee, hä? Na gut. Mit sowas muss man eigentlich rechnen, Vampi. Mit solchen Rückschlägen, oder? Wie siehst du das? Immerhin, ich habe meinen Hut noch. Der erinnert mich wenigstens dran. Was für eine tolle Axt ich hatte. Hast du mich hier zugebaut? Ja. So, du bist weiter runter, oder? Ja. Das ist Bauxit. Blödes Arschgesicht. Warum immer auf mich? Ich weiß es nicht. Ich finde es aber so geil. Wo ist der hin? Warte, kann ich dir genau sagen? Ey, Drecksack. Da kommt er. Ist aber jetzt ein anderer. Alter. Aua. Ach, da sind zwei. Das sind drei. Wampi kommt da weg. Ich hab so den Verdacht, da unten ist ein Spawner. Hast du noch ein paar Fackeln? Dankeschön. Würdest du mir mal als Spawnpunkt dienen? Hm, okay. Nummer 1. Und er weicht gekonnt aus. Je nachdem, wie man sieht. Okay. Bambi, an der Stelle würde ich erstmal sagen, beende ich erstmal die Folge, weil wir haben nämlich dezente Überlänge.
Warum machst du das? Was? Warum mache ich was? Überlänge. Ich weiß nicht, das ist jetzt einfach so passiert. Leg dich bitte vorher nochmal schlafen, bevor du irgendwas machst. Okay, ich würde aber sagen, bis zur nächsten Folge bei Vampi. Bis zum nächsten Mal, ciao.